Herzlich willkommen bei Value Investing 2050. Vor ungefähr einem Jahr habe ich euch in einem Video schon in 12 Minuten das Buch von Galea vorgestellt, Contrarian Investing. Sucht einfach bei YouTube nach Contrarian Investing Galea. Das ist der Autor Anthony M. Galea. Ein Buch, was ich empfehlen kann. Und passend dazu habe ich auch zwei Wikifolios. Und da ist ein bisschen das Galea kombiniert. Das sind die noch nicht investierbaren quantitativ, ich habe die so genannt, Quantitative Value USA und Europa. Die Idee ist, den Galea-Ansatz zu nutzen und den Verkaufszeitpunkt zu automatisieren. Die Kurzfassung zum Galea ist, man sucht Aktien, die in den letzten 12 Monaten um mindestens 50% gefallen sind, wo es ein KGV gibt, möglichst unter 15, ein Price to Sales vielleicht unter 1. Price to Free Cash Flow unter 15 oder ich glaube, er schreibt sogar 10, bin mir gar nicht sicher. Also so ein paar verschiedene Soft-Kriterien. Und dann soll man die halten, bis man entweder 50% Gewinn gemacht hat oder maximal nach 3 Jahren verkaufen. Ich habe das umgemünzt und sage, ich verkaufe sie nach 20 Monaten. Das heißt, in diesen Wikifolios kaufe ich jeden Monat ein neues Unternehmen und eben quantitativ über einen Stock-Screener. Und wenn 20 Aktien nach 20 Monaten im Wikifolio sind, verkaufe ich die, die ich zuerst gekauft habe, ersetze sie mit der 21. und dann wird immer wieder durchgewechselt. Relativ interessant. Und da möchte ich euch mal zeigen, was ich jetzt hier im August gekauft habe. Solche Update-Videos hätte ich eigentlich schon jeden Monat machen können, denn ich habe ja jeden Monat hier eine Aktie gekauft, habe ich aber nicht, deswegen jetzt hier im Video. Quantitativ Value USA, ihr seht, was hier passiert ist, nachdem jetzt die Kurse so gefallen sind, das Wikifolio war schon bei 112 Euro, ist jetzt runtergefallen. 16 Aktien sind jetzt drin und trotzdem noch gut im Plus. Hier zum Beispiel Heartland Financial plus 63%. Die kleinen Banken, die ich damals gekauft habe, sind gut im Plus. Daco Energy ist eigentlich ein bisschen eine chinesische Aktie, also ein ADR. Gehört hier nicht so richtig rein, habe ich aber damals gekauft, minus 55%. Und wie funktioniert das? Wie finde ich die Aktien? Ich nutze dafür einen Stock-Screener. Ich habe mir ja hier verschiedene selber gemacht. QuantWikis, Quantitative Value. Ich habe auch für Contrarian Galea einen eigenen Stock-Screener. Und da finde ich jetzt hier zum Beispiel 9 Aktien in den USA, 20 in Europa. Und die Kriterien sind einfach. Das Forward-KGV soll kleiner als 10 sein und die PEG-Ratio auch kleiner als 10. Zudem mindestens 1 Milliarde Market Cap und ich habe schon mal vorgefiltert, dass ich sage, okay, nach Guru Focus Einschätzung sollen sie unterbewertet sein. Und wie gesagt, in den USA kommen hier 9 Aktien, auch eine sehr kleine. Und ich habe jetzt hier schon absteigend sortiert nach dem Abstand zum 52-Wochen-Tief. Und da ist hier Check in the Box nur 14% über dem 52-Wochen-Tief. Und Check in the Box habe ich ja auch schon vorgestellt in der Aktienanalyse, findet ihr auf meinem Kanal, eine interessante Fastfood-Kette. Und übrigens, das, was man hier findet mit diesem Konzept, sind für mich die Cigar Butts. Da habe ich auch eine eigene Kategorie in meinem Portfolio. Das sind klassische, für mich, Cigar Butt-Aktien. Deswegen passt das auch gut aus meiner Sicht mit der Haltedauer von 20 Monaten. Aktie habe ich also schon vorgestellt, hier nochmal im Kurzüberblick dazu, die ich jetzt gekauft habe für Quantitativ Value USA fürs Wikifolio. Die haben KGV von 9, eine Market Cap von 1 Milliarde. Sie haben steigende langfristige Schulden. Sie haben seit 2018 ein schönes Umsatzwachstum. Der Gewinn relativ konstant, 131 Millionen im letzten Geschäftsjahr. Und was auch konstant ist, ist der Free Cash Flow zwischen 100 und 150 Millionen. Das sind 10-15% zum Market Cap. Es wird noch eine Dividende ausgeschüttet, die leider in den Wikifolios, das ist eben leider so, nicht berücksichtigt wird. Das weiß ich aber. US-Dividenden können dort aus rechtlichen Gründen nicht berücksichtigt werden. Das heißt, ich muss ja auf die 3% verzichten für die 20 Monate Haltedauer. Und zu dem, was sie noch machen, also zusätzlich zu dem KGV ungefähr von 10 und dem Umsatzwachstum der letzten 6 Jahre, Aktienrückkäufe. 2018 haben sie 12% der Aktien zurückgekauft, da gab es ungefähr 26 Millionen Aktien, jetzt gibt es noch 20 Millionen Aktien. Das gefällt mir also hier, das ist eine interessante Aktie, der Return on Invested Capital lag immer so bei 10%, ist aber auch gesunken in den letzten 2 Jahren.
Das heißt, das ist hier nicht das allerbeste Geschäftsmodell und die beste Aktie der Welt, aber ein interessanter Cigarbud, wo man vielleicht jetzt für 53 Dollar kaufen kann, um dann irgendwann wieder für 90 Dollar zu verkaufen. Natürlich haben hier makroökonomische Effekte auch einen Einfluss auf den Aktienkurs und auf das Unternehmen. So ist das bei allen Aktien. Ich versuche aber kein Market Timing zu betreiben und deswegen kaufe ich hier, wenn es günstig ist und warte jetzt nicht ab, bis irgendwelche Rezessionsängste vielleicht verflogen sind. Denn wenn es dann wirklich soweit ist, ist das alles schon eingepreist. Das heißt, es ist ja kaum möglich, eben erfolgreiches Market Timing zu betreiben und dem Markt voraus zu sein. Aus meiner Sicht nicht möglich. Ich habe das Ganze ja hier zweimal, Quantitative Value USA haben wir gerade gesehen und es gibt noch Europa, einfach nur nach zwei Regionen oder nach den beiden Regionen, die mich interessieren, aufgeteilt. Asien habe ich nicht, weil ich da denke ich zu viel China dann habe, was ich eigentlich hier nicht quasi vertreten will, irgendein Wikifolio mit 70% China-Anteil. Hier ist es jetzt so, dass die europäischen nicht gut gelaufen sind. Wir haben hier vieles im Minus, auch polnische Aktien. Hier ist Volkswagen jetzt schon drin. Die schauen wir uns gleich an. Die sind nämlich dazugekommen. Datamodul, Teleperformance ist hier drin. Orlen auch eine polnische Aktie. Also, das ist natürlich hier sowieso nichts. Mein Investmentstil, auch nicht die Cigarbuds, wo man davon ausgehen kann, man kauft hier das Wikifolio für ein, zwei Jahre und hat dann 10, 20% Gewinn und kann dann rausgehen. Das ist was für einen Anlagezeitraum von 5 bis 10 Jahren. Und jetzt eben hier Kursverluste, die muss man dann einfach akzeptieren. Wenn ich hier bei Europa schaue, kommen hier viele Treffer. Die LHV Bank aus Estland habe ich schon im Wikifolio, sonst hätte ich die nämlich jetzt nochmal gekauft. Christian, die Uhr ist interessant. Die hatte ich erst kurz, aber dann ist mir wieder, habe ich wieder gesehen, das ist ja die Holding, die eigentlich Anteile an LVMH hat und solche Geschichten. Das heißt, das ist eben im Endeffekt eine Holding, wo die reporteten Sachen eigentlich nur von LVMH vorwiegend kommen. Und dann kommt hier schon mit nur 1,8% über dem 52-Wochen-Tief Volkswagen 93,90 € hier die Vorzugsaktie. Und die habe ich jetzt in das Quantitative Value Europa reingenommen. Hatte ich auch schon im letzten Video mal mit vorgestellt. Price to Book 0,26, KGV 3, 50 Milliarden Market Cap, schwierige Branche im Wandel. Niemand weiß, wie es weitergeht. Wir sind aber nur 8% über dem 10-Jahres-Tief. Mögliche Dividenden hier bei Nicht-US-Aktien werden berücksichtigt. Wir haben hier außer 2015 kein Verlustjahr in den letzten Jahren. Wir haben steigende Schulden. Leider der Free Cash Flow hier meistens negativ, Dividende hier auch stark erhöht und Return on Invested Capital ist auch nicht sehr gut. Aktienrückkäufe gibt es keine. Das heißt, das ist jetzt natürlich auch hier kein super gutes langfristiges Unternehmen. Aber ich will ja hier quantitativ nach Galea investieren. Wir haben ein niedriges KGV und das auch schon die letzten Jahre gehabt. Wir haben jetzt einen Kurs eigentlich am 10-Jahrestief und jetzt halten wir in dem Wikifolio die Aktie mal für 20 Monate und schauen, was dann mit dem Kurs passiert. Ich hoffe, das war interessant für euch, euch hier mal das Konzept vorzustellen. Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, könnt ihr gern Kanalmitglied werden, um diese Videos hier zum Beispiel eher sehen zu können. Damit unterstützt ihr auch stark meinen Kanal. Oder ihr schaut auf meine Website unten die Videobeschreibung. Ob hier für euch was dabei ist, ich biete mit meinen Links zum Beispiel 20% auf Seeking Alpha Premium, Guru Focus, kostenlos testen, CapTrader Depot, Finanzen Net Zero, DKB. Hier hinter diesem Extra ETF Testurteil sehr gut steckt der Link zum DKB Depot. Wie ich aber gerade sehe, ist der Link kaputt. Baue ich euch noch, bis ihr das Video seht. Also schaut mal rein. Ich hoffe, es war interessant für euch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.